einen wunderschönen guten Tag. Ich würde sagen, guten Morgen, aber wir haben schon nach 12. Schon Mittag gegessen. Toyota. Wir fahren den Toyota Supra von JP Performance. Ja, wo wir die Teile gebaut haben. Den Frontspoiler, Seitenschweller und Heckdiffusor. Wetter ist geil, passt. Jetzt fahren wir. Ne? Mhm. Quick, quick. Wir haben die Türen so manuell gestellt, weil, damit die Leute nicht reinkommen. Also wer das Auto nicht kennt, weiß ich auch nicht. Ja? Aber ich will euch in dem Video meinen Eindruck geben. Quick. Alles ready? Sehr weich. Guck mal, ich hab mein Handy hier. Geil, das ist schön. Warte, zeige ich sofort? Mhm. Nö. Erstmal anschneiden. Nein. Ich nicht heute? Nee, du nicht, weil ich wollte eine Vollbremsung machen heute. Piep, 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 piep. Was doof ist, dass die Kamera nass wird. Das muss normalerweise so gebaut werden, dass die Kamera sehr selten nass wird. Ja? Ist nicht gut. Was ich geil finde für ein Feeling, ist die kleine Scheibe. Merkst du das? Ja, ganz anders. Ich finde das richtig geil. Auch die Seiten, ne? Mhm. Ist auch so. Also fühlt sich so ein bisschen wie, so ein, wie in einem Rennauto. Hm? So, von der Verarbeitung schlecht nicht. Ja, viel Kunststoff. Sehr viel Kunststoff. Mhm. Ne? Aber Carbon. Ich weiß nicht, ob es Serie ist oder der JP selber das gemacht hat. Das weiß ich nicht, ob der Carbon ist. Ich weiß nur, die HiFi-Anlage ist sehr geil. Ja, die ist echt top. Wie ihr wisst auch, ich fahre mit fremden Fahrzeugen sehr, sehr vorsichtig. Quasi Rentner-Plus-Bereich. Weil, falls da was passieren sollte, will ich mir das nie verzeihen. Ich habe eine ganz andere Idee als dieses Wide-Body-System. Ich mache ein Nicht-Wide-Body-Kit. Nur Stoßstangen, aber komplette Stoßstangen. Wir fahren das ein bisschen warm und dann fahren wir auf die Autobahn. Jo. Also das Auto ist sehr sportlich, ja, sehr sportlich. Wir müssen den Toyota GT86 fahren. Ja. Finde ich, oder? Ja. Ich glaube, das ist auch nicht, das ist auch viel anders wie der. Ich denke schon ein bisschen, ne? Jo. Ich glaube, vom Aufbau, kleine Scheiben und so weiter, das wird bitte gleich sein. Hier ist sehr viel Platz, was ich sehr gut finde. Bei vielen Sportwagen habe ich hier ganz wenig Platz. Also ich werde wirklich so fahren. Ne? Übersicht ist okay. iPad wie bei Mercedes, BMW und Co. mag ich sowieso nicht. Ist aber mein Geschmack. Ja, also viel zum Beispiel neue Mercedes-Modelle und so weiter. Oder bei Audi ist alles so eingebaut. Ne? Ich finde den richtig cool für Alltag. Ja, also wo ich bis nach Hause gefahren bin, normalerweise bin ich so ein bisschen gestresst, fix und fertig nach Feierabend. Aber eins muss ich sagen, der fährt sich sehr einfach. Du setzt dich rein und alles passt. Ich weiß, wo was liegt, fertig aus. Ja, also unkompliziertes Auto, wirklich. Einfach zu fahren. So, aufgeräumt, im Großen und Ganzen sehr schön. Heißt der Yaris GT? GR? Ja, genau, GR. Geil. Ich finde damit nicht schlecht. Das sieht aus wie so von uns getunt. Sollen wir 360 machen? Ja. Der wollte das mit meinem Dacia machen, weißt du? Ja, stimmt. Auf der Autobahn. Ja, jetzt zeige ich dir, was geht. Achtung, Tingo, geh mal zur Seite. Wir haben Tingo bei uns. Deswegen fahren wir 30 km/h auf der Autobahn einfahren. Jesus. Ja, ich hab richtig Angst vor solchen Leuten. Wenn die wirklich eine Beschleunigung haben von hier bis da hinten auf 60 km/h. Guck mal, das Auto fährt sich eigentlich entspannt. 130, aber wir fahren 150, das ist so eine Geschwindigkeit, wo die Autos anfangen lauter zu werden und Belzec lauter sprechen muss. Nein, stimmt nicht. Geräusche wie beim Rolls-Royce.
lautstärker? Nee, ich glaube, das ist weniger. Hier ist weniger? Ja. Was, weißt du, was das Problem ist? Es ist nass draußen. Und das ist Geräusch. Mhm. Das ist, ich glaube, kommt von der Straße. Aber, naja, lassen wir das Thema lieber. Warum fahren wir denn überhaupt? Sascha, warum fahre ich das Auto überhaupt? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Keine Ahnung. Hä? Ich weiß nur, dass ein Auto fehlt in der Werkstatt. Bei uns? Mhm. Ha. In der Firma, nicht in der Werkstatt. Ein Rolls-Royce steht nie in der Werkstatt. Das muss man wirklich sagen, ne? Ja? Ja, die scheiß Dinger sind echt stabil vom Motoren. Ja. So sieht's aus. Ja. Der Jean-Pierre, JP Performance, macht ein Video mit meinem Rolls-Royce. Vielleicht bekommt er, gefällt ihm das Auto. Was ich nicht glaube oder mir nicht vorstellen kann, ehrlich, ich habe das Video nicht gesehen, ja, was er da so gedreht jetzt. Weil wir drehen heute den Toyota und er dreht heute quasi den Rolls-Royce. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass der sagt, Welzeck, ich kaufe mir auch einen Rolls-Royce. Guck, was er sagt. Ja, ich bin selber gespannt, bevor ich hier was beurteile oder sonstiges. Das ist alles so, alles was wir hier in dem Video oder in den Videos allgemein sagen, erzählen und testen und prüfen, ja, ist alles mein Empfinden. Hey, ich habe was gesehen. Jetzt machen wir eine neue Dings hier. Fiat Panda. Wisst ihr, wie der komisch ausgesehen hat? Die Frau, die wir gerade überholt haben, die hat sich hier so festgehalten an diesen Henkel. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Bus. Und die hält sich und die fährt einen Bus. Also, das ist noch so einer. Oh, Junge, linke Spur. Blinker und Vollgas. Da geht der vorne hoch. Nein. Geil. Da kommt. Lass nur Biski. Hier hörst du richtig, dass das BMW ist, ne? Mm-mm, ja, dreckig. Also. Ja. Schön. Ja, das macht mir gute Laune im Auto. Ja. Und ja, ich finde, jedes Auto sollte sowas haben. Außer meine 8. Achtung. Was hat er zu hoch geschaltet? Fett. Einfach nur geil. Ich würde sagen, wir gehen von außen gleich einmal ums Auto. Ja. Und du kannst so ganz kurz einmal zeigen, was für Ideen du hast. Und dann zeigen wir das am Rechner. Da. Hast du den Kopf gestoßen? Ja. Hier, guck mal, hier muss man sehr aufpassen. Sehr aufpassen. Sonst hat man eine Beule. Nicht am Auto, sondern am Kopf. Schlüssel, das geht ja aus. Was haben wir verändert an dem Auto? Für die das noch nicht gesehen haben, warum auch immer. Aber wir haben die Seitenschwelle geändert. Kann man bei uns unter priorisieren.de erwerben. Wir haben den Heckdiffusor gebaut. Alles nach Vorlagen vom Jean-Pierre. Also wir haben Konzepte bekommen von der Firma JP Performance und haben das nachgebaut bzw. gebaut, wie die das haben wollen. Ja, auch die Frontlippe, das gefällt mir nicht, weil hier so ein kleinen doofen Lufterlass entsteht. Das, keine Funktion, keine Lufterlässe. Wofür? Wir machen die Lufterlässe größer, dass das alles quasi so ein bisschen bis hier hingeht, weil dann haben wir auch Platz dafür, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Die Nase machen wir weg, ja, dann machen wir schon glatt. Hier an der Haube machen wir auch solche Wölbungen, solche Linien, aber mehr mittig, dass da nicht so eine riesige Fläche hier ist. Okay. Weil das finde ich nicht so cool. Zum Beispiel Dach, guck mal jetzt, wie cool ein Dach aussieht. Ja, weil der die Wölbungen in der Mitte hat. Stell dir vor, der hat die hier. Dann ist das so ein riesen Blech, einfach nur ein Stück Blech. Ein Stück Blech. Dann Seitenschweller. Sehr schön. Nicht schön, dass er so abhaut. Ja? Und dann mache ich das zu, ja, bis ungefähr hier, und mache von hinten so einen verdrehten Lufteinlass. Hier. Das Auto, guck mal, wir sind ganz weit weg. Ganz weit weg. So. Das Auto wirkt so von außen so traurig. Ja, wie so ein trauriger Smiley. Hier, das hier. Ja? Finde ich. Das Auto wirkt sehr traurig. So, tu mir nichts, ich bin nichts. Der muss so aussehen. Ja, so. Wenn wir das natürlich hier verändern, dann hat das alles, guck mal, das ist bündig alles zusammen, schön, und dann hier entsteht so, ja, umgekehrt, also hier ist quasi in der Stufe, also die Lampe ist versteckt und hier steht die Lampe über,
Ja, wir ziehen das hier hoch, das machen wir weg und machen wir die Stoßstange quasi so. Dann wirkt der Diffusor auch bis hier, dann bekommt das Auto einen größeren Arsch. Und den traurigen Smiley machen wir zu einem Belzec-Smiley. Das heißt, der wird fröhlich sein, sportlich, wie ich. Theoretisch. Ne? Und was mir auch nicht gefällt, was ich auch nicht verstanden habe bis heute, warum das hier aufhört. Ich hätte das hier gemacht. Also das hier. Ja. Wirkt, weil jetzt wirkt das von dem. Wie dran gemacht, ne? Von einem anderen, also das ist ja serienmäßig. Also das haben wir an dem Diffusor nichts gemacht. Das ist ja ein Part vom Seriendiffusor. Ja, was ich nicht so cool finde, ehrlich gesagt. Hm. Ne? Das. Und mit dem Heckspoiler weiß ich nicht. Dann lassen wir erstmal, aber da muss ich mir ein paar Gedanken machen. Ja, mit der Heckklappe. Jetzt kommen wir rein, weil es ist zwar schönes Wetter gewesen, aber mir ist kalt. Wir haben heute, wie viel Grad haben wir denn? 12, 13? Nee, nicht mal. 7? Warum hab ich ein T-Shirt an? Ich weiß. Nein, weißt du, warum ich ein T-Shirt an habe? Weil ich vorher an dem Auto gelaufen habe. Nein! Wer ist das überhaupt? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, das ist der Dardan, der macht den Verkauf bei uns. Ja, falls irgendeiner einen Dardan am Telefon hat, ein bisschen Bescheid, wie der aussieht. Guck mal, wer da ist. Den ganzen Tag kann er spielen. Ich aber auch. Mit ihm. Mit ihm. Ich quäl dich, ne? Ich quäl dich. Ist groß geworden, ne? Voll. Wer kommt da? Wer kommt da? Müssen die duschen, mein Freund, ne? War die duschen? Ja, war die duschen? Soll ich duschen? Soll ich duschen hier? Jeder knutscht ihm ab. Deswegen, Und er liebt Schuhe. Kaputt zu machen. Wir gehen hoch und am Computer zeichnen und dann machen wir weiter mit dem Video, oder? Machen wir so.